Kurz erklärt, wir haben ja meine Frau und die haben eben Kinder, gell? Wir haben vier Kinder. Da hat sich eine gefragt, boah, vier Kinder brauchen die Familienbeihilfe oder was? Auch, ja, nee. Für die Agrarförderung, wenn immer weniger muss, dann zweite eine Quelle suchen, nicht quasi. Und meine Frau und ich, wir haben auch gesagt, jetzt gibt es in Staatsing schon so viel Trudel, jetzt gibt es auf die viele einen mal draufhauen. Ich fuhr ja und mit meinem Bruder gefragt, ah ja, was zum Trinken, da unten schon nicht. Ich will Trottel nur mal laufen auf der Welt. Aber meine Frau hat da gesagt, so viele Nachbarn haben wir da in Schlazing nicht. Und dann ist schon ein bisschen ungut, wenn wir da fast mit jedem in Clinch sein. Dann habe ich gesagt, geh Schatze, wo denn Clinch? Wir haben da höchstens kleine Reibereien. Das ist ja ganz normal in der Nachbarschaft. Dann sagt meine Frau, hat meine Frau gesagt, nicht, warum hast du eigentlich damals von Nachbar die Vogelscheichen zusammengedroschen und angezündet? Ne? Aber ich sag, ich habe mich beobachtet gefühlt. Dann hat sie gesagt, das ist ja kein Lebewesen. Dann hat gesagt, das spielt für mich keine Rolle. Ne? Dann hat sie auch noch gefragt, warum ich damals bei einem Nachbar in Maisack reingegangen bin und in jeden Maiskolben einen Nagel reingesteckt habe, sodass es das ein Maisack-Gesexler zerrissen hat. Und sie hat gesagt, das war nicht die feine Englische. Und ich gesagt, aber gerade war es jedenfalls. Ne? Dann ist sie mit den alten Geschichten gekommen, ne? Hat sie mich auch gefragt, warum ich damals eigentlich vom Bürgermeister das Cabrio mit Mist angefüllt habe. Ne? Ich habe gesagt, ich habe einmal die Baubewegung nicht gegeben und von meiner Maschinenhalle, die was eh schon seit 5 Jahren steht. Ne? Ne? Nee, dann hat sie auch noch gesagt, warum ich eigentlich damals beim Heiligen Abend während der Kinderchristmette am Dorfplatz den Christbaum einfach umgeschnitten habe. Ne? Da habe ich gesagt, hätten sie den Baum bei mir gekauft, war das nie passiert. Ne? Gar nicht, dass ein Kilumpe da hört. Da, ne? Ja. Nee, das ist ja mit dieser Ernährung, das könnte ja. Das ist ja Katastrophe, ne? Wenn ich schon sage, den Bull sieg, dann kriege ich schon so einen Schleim erst da. Was heißt denn die geschissene Flügel, ha? Ja, Saft zum Müll ist viel cooler. Dankeschön.